Ach, ihr müsst wissen, wenn ich gerade nicht filme, dann könnten plötzlich alle telefonieren, alle wollen anrufen. Du hattest mal angerufen? Nein. Ich habe einen Anruf von dir drauf gehabt. Hab ich aber nicht. Moinsen und damit herzlich willkommen jetzt hier zu einem kleinen neuen Video. Ja, es ist jetzt soweit, die Weihnachtstage sind vorbei und das bedeutet, die Zeit ist vorbei, in der man viel in sich reinstopft, weil viel gegessen wird. Erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, vorher noch Heiligabend, aber da gibt es vielleicht entspannteres Essen, wie zum Beispiel Kartoffelsalat mit Würstchen. Nee. Aber ja, auch nicht bei jedem, deswegen die letzten Weihnachtstage werden auf jeden Fall Tage gewesen sein, wo man, glaube ich, ständig irgendwie zu Süßigkeiten gegriffen hat, sei es Schokolade, andere Süßigkeiten, irgendwelche Kringel, was auch immer. Ja, ihr könnt euch entspannen, die Zeit ist vorbei. Nichtsdestotrotz ist die Zeit bei mir noch nicht ganz vorbei, denn am Ende des Videos werde ich noch das kleine Gewinnspiel auflosen, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Aber vorher, nein, auch nicht abschalten, vorher möchte ich jetzt gerne noch ein paar Leute von euch anrufen. Das habe ich jetzt schon versprochen, ein paar Mal sogar. Und ich würde sagen, wir gehen heute mit in die nächste Runde, weil ich wieder mega Bock drauf habe. Und zwar werden wir jetzt noch ein weiteres Mal versuchen, Lizarex anzurufen. Den habe ich schon mal probiert anzurufen bei einem Video, doch leider war die Zeit etwas ungünstig. Es war mir mitten in der Woche 13 Uhr und er saß noch im Unterricht. Deswegen müsste doch jetzt die perfekte Zeit sein, ihn anzurufen. Ich drücke einfach mal auf grün, ich rufe ihn jetzt direkt über WhatsApp an. Ach, sollte es etwa ein Kandidat werden, den ich jetzt immer wieder anrufe und der immer nicht rangeht, wenn ich anrufe? Hm. Leute, das kann doch nicht sein. Okay, wir rufen jetzt den nächsten an. Ein letzter Versuch. Hallo? Hallo? Hi. Hi. Du hattest mal angerufen? Nein. Ich habe einen Anruf von dir drauf gehabt. Nö. Nee. Habe ich aber nicht. Hattest du nicht mal eine öffentliche WhatsApp-Nummer von jemandem bekommen? Irgendwie von einem YouTuber oder so? Nee. Wirklich nicht? Nee. Oh, das ist ja schade. Okay, gut, gut. Bis dann, dann. Tschüss, tschüss. Was war das denn? Der Moment, wenn einem erst nach dem Anruf bewusst wird, wer eigentlich angerufen hat. Ach ja, aber das finde ich eigentlich mal ganz witzig, mal so die spontanen Anrufe plötzlich. Beim nächsten Video werde ich auf jeden Fall mit den nächsten anrufen. Das war's mit der Weihnachtszeit. Der Kalender ist leer und kann damit weg. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu einem ganz wichtigen Teil des Videos. Okay, es ist soweit, die Gewinner werden jetzt ausgelost. Ich bin diesmal auf einer etwas anderen Seite, die heißt zwar auch YouTube Random Comment Picker, aber sieht ein bisschen anders aus als die vorherige. Und ich würde mal sagen, wir werden jetzt hier mal kurz den Link einfügen von dem Video, was wir eigentlich jetzt auslosen wollen. Und mal gucken, wie viele Kommentare. Es sind 27 Kommentare, die man auf jeden Fall auslosen kann. Und jetzt können wir hier auf Start klicken, um dann den Gewinner zu ermitteln. Ich würde sagen, das tun wir jetzt auch. Wir klicken auf Start und ich bin gespannt, wer jetzt dabei rauskommt. Das ist doch nicht mehr normal hier. Und... Nein, ich will den Gutschein und Drohnen. In diesem Kommentar steht da sozusagen beides. Das heißt, wir müssen es jetzt auslosen. Soll ich jetzt Ene Mene Mu machen? Nö. Ene Mene Mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Ja, das ist jetzt die Frage. Okay, dann werden wir sagen, gucken wir mal nach. 2004. Okay, dann gehe ich jetzt mal von 13 aus. Nö. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ist kein Wort und du bist fort. Ja gut, ich würde sagen, damit steht auf jeden Fall der Gewinner der Drohne fest. Es ist auf jeden Fall Jan Piet geworden. Ja, okay, ich würde sagen, die Drohne ist damit vergeben. Und ja. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen Gewinner für den Gutschein oder eine Gewinnerin für den Gutschein. Wir klicken jetzt einfach mal auf Start und ermitteln den Gewinner oder die Gewinnerin für den Gutschein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und. Chris vloggt, ich möchte den Gutschein, weil ich mir damit Teamspeak 3 für das Handy holen will. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Damit hast du den Gutschein gewonnen im Wert von 15 Euro für iTunes bzw. den Apple Store. Und deswegen würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch auch an dich und auch herzlichen Glückwunsch an Pete, der jetzt einfach die Drohne gewonnen hat. Meldet euch jetzt einmal kurz hier wieder in den Kommentaren oder bei mir auf Instagram oder auf YouTube, persönliche Nachricht, wie auch immer. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage, habt euch reichlich beschenken lassen und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder, spätestens bei der Übergabe der Drohne. Macht's gut, schaut bei Twitter, Instagram und Snapchat vorbei. Vergesst natürlich die WhatsApp-Nummer und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder. Ciao!